Einen wunderschönen Gut, meine Lieben, beim DSV. Mein Name ist Kai Panda und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Out of Ore. Out of Ore, ein neues Spiel, was jetzt bei mir auf der Platte ist. Während Tribun fleißig nach Gold sucht, habe ich mir gedacht, Gold ist mir nicht genug, ich möchte alles haben. Und da greift dieses Spiel ein. Out of Ore ist ein Bergbau-Mining-Spiel, wie ihr unten seht, Version 0.2.1, also eine sehr frühe Version noch. Hat sich aber schon viel getan in der Zeit. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Wir benennen mal unsere Firma. So. Speichern und weiter. Okay. Ein neues Spiel. Tutorial überspringen wir mal. Wir gehen in die Mining Town. Game Mode machen wir Default. Startkapital machen wir mal 1 Million. Ich könnte auch 100.000 auf 400.000 machen. Ja, dieser Spielstil ist möglich, auf für ein Let's Play recht ungeeignet. Interest, ihr seht schon, das Spiel ist Englisch only. Das ist der einzige Nachteil. Aber ich sag mal, für ein Spiel, das nicht mal 15 Euro kostet, hat das wahnsinnig viel schon drin. So, Interest übersetze ich mal einfach mit Steuern. XP Ken machen wir mal. Lass mir nochmal. Out of Ore. Let's Play. Und dann. Genau. Bestätigen wir. Lassen das Spiel einmal laden. Dürfte recht zügig gehen. Es ist, soweit wie ich weiß, keine zufallsgenerierte Welt. Daher passt das Ganze. So. Ja. Der pflanzt noch ein paar Bäume. Das ist unser Char. Bin mal kurz die ganze. Und das ist praktisch hier unsere Welt, auf der wir arbeiten und hantieren müssen. Da hinten sind noch zwei Gebäude, ein leerstehendes und eine Bank. Machen wir kurz hin. Ja, Kontostand 1 Million. Wir haben im Lotto gewonnen und immer so auf den Kopf kloppen. Packen wir das hier rein. Also hier ist eine Bank. Da könnten wir die Fahrzeuge nachtanken. Ja. Also hier könnte man dann praktisch Kredite noch holen. Wie schon gesagt, das Spiel Version 0.2, das ist eben noch eine sehr frühe Version. Hier ist noch gar nichts drin. Und dann gucken wir mal auf der Welt. Ihr seht schon, auf diesem gesamten Komplex können wir buddeln ohne Ende. Ja. Lohnt sich. Was sich jetzt auch lohnt, ist weniger erzählen, sondern mehr Progress machen. Dann wollen wir mal gucken nach Quest. Der möchte Kohle haben. Wie viel? 2500 wäre schaffbar. Der möchte schon 5000 haben. Gravel, soweit sind wir noch nicht. Eisenerz haben wir auch noch nicht. Kupfer haben wir noch nicht. Alu haben wir noch nicht. 60 Bäume. Warte mal. Sind es 60 Bäume oder? Start Cutting. Genau. 60 Bäume können wir schon mal machen. Können wir ein bisschen Geld sammeln. Wir haben mal der Axt aus. Einmal Bäume fällen. Machen wir schnell ein bisschen Geld hier. Weil die Bäume müssen so oder so weg. Können wir hier mal ein bisschen. Klar, Schiff machen. Und nochmal ein bisschen zusätzliches Geld legen, weil die Maschinen und alles so doch recht teuer sind. Die zeige ich euch dann gleich. Aber ich muss sagen, für so ein recht preiswertes Spiel ist die Grafik okay. Performance läuft super derzeit. Meinem Solo-Spiel habe ich auch mitgekriegt, selbst bei größeren Veränderungen der Welt und Maschinen und so weiter. Es läuft recht flüssig. Da Hut ab vor den Entwicklern. Was der Entwickler aber auch schon hat durchblicken lassen, er ist derzeit noch nicht interessiert an einer Übersetzung, egal in welche Richtung. Aber ich denke mal, wenn die Community ihn lang genug nervt, würde das auch einbauen. Jetzt sind wir schon Level 2. 44, 45, das geht recht zügig. Die kleinen Bäume geben natürlich weniger, die großen mehr.
Ich hoffe, Ton und so passt. Das muss ich dann in zwischen den Aufnahmen mal so prüfen. Also im Großen und Ganzen, für mich passt es. 56. Machen wir erstmal hier unten die Abschlagstellen. Weil hier werden wir gleich buddeln. So. 58 und na komm. 60. Wunderbar. 60. Ich versuche es auch mal für euch zu übersetzen, aber habt Verständnis. Mein Englisch ist jetzt auch nicht wirklich beraten. Also. 60 Baumstämme sollen wir verkaufen. Dafür gehen wir einmal hier hin. Verkaufen. Und dann ist die Quest fertig. Mehr war es nicht. Ich habe schon noch mal ein bisschen mehr Geld gekriegt. Könnt ihr jederzeit wiederholen, wie ihr seht. Also, gut. Dann gibt der Light on 2587 Kohle. Das ist natürlich ordentliches Brett. Hier unten könnten wir noch andere machen. Gut. Das ist auch noch nicht so hundertprozentig drin, aber ist erstmal egal. Jetzt brauchen wir für die ganze Fabrik, damit das Ganze dann praktisch ordentlich läuft, brauchen wir Gebäude. Und ihr seht schon, es wird immer mehr hier. Und jetzt gehe ich mal auf die Produktion und haltet euch fest, es ist viel. Wir brauchen zuerst ein Hopper. Praktisch das, wo wir das Zeug reinschmeißen. Dann brauchen wir einen Sorter, der uns praktisch Erde und reichhaltige Erde, ich übersetze mal Peter mit reichhaltiger Erde, raussammelt und der Rest geht dann geradeaus. Gut, dann brauchen wir den. Die zwei Dinger bräuchten wir eigentlich später. Aber ich nehme sie jetzt schon mit. Und dann müssen wir das Ganze irgendwie zusammenbauen. Ja. Hier geht dann Erz raus und alles andere. Gut, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil unterm Strich, das reicht mir eigentlich schon, dass hier praktisch die Erze und alles andere rausgesammelt wird. Später dann diesen Bäder, den werden wir noch waschen. Dafür brauchen wir das hier. Genau. Rush Rock, das können wir dann auch hier drüber machen. Das wäre das Ähnliche, aber da müsste man dann praktisch wieder einen Hopper drunter packen. Okay, am Ende dann das. Und dann müssen wir mal gucken. Ihr seht schon 133.000. Das ist schon eine ordentliche Masse. Jetzt brauchen wir noch Werkbänke. Und zwar, damit wir was herstellen können. Die Schmelze. Den Mixer. Die hier. Und die hier. Ihr seht schon, es wird immer mehr. 200.000 und wir haben noch nicht ein Fahrzeug gekauft. Gut, dann den Hopper. Also ihr könnt umschalten beim Bauen. Ihr könnt aber frei bauen. Ihr könnt praktisch dann übersnappen bauen. Oder, und das mag ich eher lieber, Grid Building. Das heißt, ihr habt dann alles wenigstens häufig in einer ordentlichen Form und Richtung. Na komm. Wo ich noch ein Stück in die Richtung. Dann muss aber das hier mal weg. Na komm. Okay, perfekt. So, dann nach dem Ding kommt das Sorter. Jetzt haben wir das Problem, der ist zu tief. Also, fangen wir mit dem Sorter an. Eins, eins, eins bitte. Nein, immer das. Dann den Trichter und schon passt das. Gut. Nach dem Trichter brauchen wir praktisch zwei Ausgänge eigentlich.
Machen wir mal kurz bitte Spitzhacke. Und die Welt ist eigentlich unterteilt in mehrere Schichten. Ganz oben ist praktisch so billige Erde. Das ist das, was ich gerade abbaue. Weiter unten kommt dann Beta. Das ist dann praktisch diese reichhaltige Erde. Die ist praktisch dann Layer tiefer. Und zwischendurch findet ihr sowas. In dem Fall ist es hier Kohle. Die müssen wir dann später noch verkaufen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir hier irgendwie die Eingänge freischachten. Ja, am Anfang ist das eben... Wir müssen sehen, dass wir mit dem Finanziellen klarkommen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht mit 100.000 angefangen habe. Das wäre nicht Blödsinn gewesen. Da kommst du nicht weit. So. Dann... Einmal Conveyor links und einmal rechts. Wo sind sie? Da. So, dann haben wir auch die. Das kommt da rein, das kommt da hoch. Dann brauche ich die zwei. Einmal so und einmal so. Wir bauen uns erstmal schnell eine Anlage zusammen. Die bauen wir so hin, die bauen wir so hin. So und so. Dann brauche ich ja, die natürlich verkehrt herum. Ist jetzt nicht das Problem. Wir brauchen jetzt mal ein Conveyor. Down, up. Also aufwärts. Gut. Hammer. Jetzt haben wir das nächste Problem. Dann nehmen wir halt noch ein. Müssen wir es halt so machen. So. Nicht schön, aber selten. Wie schon gesagt, das ist jetzt erstmal bloß alles ein Provisorium. Das müssen wir dann eh alles noch ändern. So. Mal ein bisschen frei. Also ehrlich. Diese Spitzhacke geht mir ein bisschen auf den Keks. Dann nehmen wir die. Die ist ein bisschen schneller. So. So. Und schon wird das was. Dann haben wir das. Schon ist irgendwie sieht die sehen die Klamotten nicht aus wie Arbeitsklamotten, sondern eher so wie amerikanische Knastklamotten, aber egal. So, das haben wir. Jetzt müssen wir hier unten, hier kommt ja alles mögliche raus. Jetzt könnten wir eigentlich mal versuchen. Ich glaube, das wird dann zu teuer, oder? Produktion. Den brauchen wir. Den. Nehmen wir ruhig noch mal ein paar. Und dann machen wir das Ganze mal ordentlich zusammen. Conveyor straight. Erstmal aufwärts. Dann einmal gerade. Links oder rechts? Sehe ich jetzt nicht. Ist die Erde im Weg. Komm, geh mal weg hier. Ja, Vorbereitung ist alles. Und ihr seht, am Anfang, man kommt doch relativ schnell hoch. Vom Level her. Also, da braucht ihr keine Angst zu haben. Den müssen wir mal rechts probieren. Ich glaube, rechts ist besser. Perfekt. Dann. Right. Oha. Aber ein Problem. Das heißt. Genau. Das,
Das. Und ich glaube, das brauchen wir auch noch. Cute Haarbaum. Gucken wir mal den. Das Ding oder das Ding? Das Problem ist eben, dass dieser. Das ist, glaube ich, zu viel. Problem ist eben, dass dieser. Helft mir mal. Dass der Hopper praktisch keinen Eingang hat. Das ist der einzige Nachteil. Schauen wir mal, dass wir den platziert kriegen. So. Aber ich glaube, das wird zu tief, oder? Probieren wir es aus. Ja, wie schon gesagt, das müssen wir dann alles ordentlich machen. Dann brauche ich den Merger. Oder? Da müssen noch ein Zweier. Das heißt, wir brauchen noch ein Zweier. Ja. Straight to. Also wie schon gesagt, ist erstmal ein bisschen Fummelei, aber. Dankeschön. Das war der Falsche. Nur gut, dass man die Gebäude ohne Probleme wieder abreißen kann. Gut. Mist. Hätte doch ein Dreier sein müssen. Ist ja egal. Produktion 1, 3er, 2er, 4er, wo ist der 3er? Jetzt müssen wir den nehmen. Okay. Das wollen wir kurz speichern. Danke. Nehmen wir erstmal den 2er. Ja, und das mit der, dass das vielleicht so in der Erde ist, das gefällt mir eigentlich auch nicht, aber. Ja, das ist jetzt erstmal. Ah, wir brauchen noch einer. Produktion. Danke. Ja, ist gut. Dann nehmen wir halt davon welche. Gut. Und dann haben wir es eigentlich. Schön. Sitzt alles zusammen. Den Shark Crusher und den Cone Crusher, das brauchen wir dann später. Weil so tief sind wir noch nicht, dass wir die brauchen. Die anderen sind nicht verloren. Die holen wir dann später. Machen wir noch einen Container dran, damit er schön in der Erde ist. Gut. Und hier ist dann praktisch das ganze Zeug. Kommt dann hier rein. Gut. Sieht jetzt nicht schön aus, aber wie schon gesagt, das ist eh erstmal nur provisorisch. Kann sich ja mal ein bisschen rausbuddeln. Aber haben wir ein bisschen Erde, hier haben wir ein bisschen Kohle. Die Maschinen kann ich auch erstmal hier reinpacken. Also die Container sind mehr als groß genug. Gut. Was wir jetzt aber hier noch mit hinstellen in die Nähe, sind zum einen die Schmelze. Ja, bestellen wir auch so ruhig dahin. Die kleine Waschdings. Was sie können, das zeige ich euch dann dementsprechend. Die CNC-Fräsmaschine brauchen wir dann auch noch. Wie ich schon gesagt, stört euch nicht daran, dass das Ganze erstmal in der Erde ist. Das ist jetzt, solange wir kein Geld haben, um großartig zu bauen. Notwendiges Übel, leider. Hier würde ich mal gucken. Genau. Gut. Die Anlage steht soweit. Ich hoffe, das hier funktioniert. Ansonsten müssen wir nochmal einmal hoch machen und dann runter. So, jetzt holen wir uns einen Radlader und es wird euch gleich erschlagen. Das sind praktisch die ganzen freischaltbaren Fahrzeuge.
Also ihr seht, es ist eine ganze Menge. Und ihr seht auch schon, hier ist auch später eine richtige große Bergbau noch dabei. Weil wenn man mal überlegt, dass diese kleinen Dumper hier mal ein Fassungsvermögen von 250 Kubik haben. Puh. Oder der Radlader mal eben so mit einer 48 Kubikmeter Schaufel in die Ecke kommt. Dann ist das schon mal eine andere Hausnummer, außer als das, was wir jetzt holen. Wir holen jetzt ein 5 Kubik, 6,5 Kubik. Da frage ich auch nicht lange, nehme ich den. Dann ist das Thema auch schon mal durch. Dann bauen wir den und da ist er auch schon. Da wir hier auch mit Tag-Nacht-Wechsel und Wetter zu tun haben, brauchen wir noch diverse Sachen. Ich glaube, das war hier drin. Genau. Also 1, 2, 3, 4 und gut. Wie ihr die ganze festmacht, ist eigentlich recht einfach. Boah. Das ist natürlich weniger schön, aber kann man mal ganz kurz ändern, dass das hier nicht so ein Buckel ist. Das macht sich dann später richtig blöde, wenn wir mit dem Lader da drüber wollen. Ja, so kann man es fast lassen. Einfach mit der Schaufel platt drücken und dann passt das. Gut. Zu den Lampen. Dann musst du mal hier reingehen und dann wird euch, wenn ihr dann praktisch auf die einzelnen Lampen geht, seht ihr dann diese weiße Kästen. Hier zum Beispiel Leitposition 1. Ziehen wir mal eine rein. Dann ist hier schon eine Lampe drauf. Das drüben machen wir genauso. Das muss 4 sein, genau. Dann haben wir auch das. Jetzt möchte ich oben noch dran machen, die Leiste. Dafür brauche ich die 7. So. Da kann ich zumindest schon mal Licht an- und ausmachen. Jetzt brauchen wir noch hinten Beleuchtung, wenn wir rückwärts fahren, bis wir auch was sehen. Dann würde ich die 10 nehmen. Und genau die andere Seite, die 14. Das heißt, ich sehe dann auch. Achso, haha. Okay. Ja, das ist auch noch so. Ich weiß nicht, wie man die. Kann man die nochmal manuell irgendwie trennen? Moment, ich probiere. Das habe ich noch nie ausprobiert. Aber ich glaube, die kann man leider nicht drehen. Nein. Das heißt, wir müssen für die zwei eine andere Position suchen. Finde ich natürlich ein bisschen nachteilig. Da kann man jetzt gerade ändern. Also, wo waren wir? Weiter 15. Und weiter 18. Okay. Jetzt möchten sie auch nein. Okay. Dann stellen wir einmal um auf Bulk dort. Genau. Und dann hoch habt ihr unten rechts eine Anzeige, die euch zeigt, wie voll die Schaufel ist. Wow. Ich hätte beinahe umgeschmissen. Also die Steuerung hier bei dem Spiel ist auch etwas sehr gewöhnungsbedürftig, aber ja, es funktioniert schön. Und wie ihr seht, wir haben nur noch 244.000. Das ist jetzt ein Witz. Okay. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viel daneben schmeiße. Ein bisschen langsamer. Okay. Ich sehe schon, das wird so nichts. Das heißt, ich muss hier nochmal eine kleine Umbaumaßnahme machen. Einfach aussteigen. Ja, normalerweise stellt man Radlader so nicht ab. Und rein von der Theorie her müsste hier hinten jetzt in der Kiste
Aha. War mir nicht schon fast klar, dass das nicht funktioniert. Hat nämlich die Kurde dummerweise hier hingeschmissen. Verdammt. Also muss das hoch gemacht werden. Okay. So, macht das mal ein bisschen, dass das nur halb so doof aussieht. Okay. Also müssen wir das Ganze anders gestalten. Das war aber mir schon fast klar. Heißt, wir nehmen. Nein, das brauchen wir ja. Wir brauchen noch einmal Gebäude, Produktion. Aufwärts, raus. So, und. So, in der Hoffnung, dass es dann da drin landet. Wir können es ja mal ausprobieren mit einmal Kohle. So, 17 mal Kohle raus, einmal da hinten rein und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Da dreht sich die Trommel, dann geht das da hoch. Dann stehe ich hier vor wieder Oxford Berge. Danke. Okay, ist jetzt hier einmal Kohle drin. Funktioniert wunderbar. War eben halt zu tief. Das war mir aber schon klar. Packen wir die damit rein. Dann, damit wir hier unten nicht so viel daneben schmeißen, würde ich gerne einen Einfülltrichter bauen. Aber wie wir den bauen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.